Und ganz herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Schminky-Talk, denn heute ist alles anders. Also das heißt, wir werden schon reden, aber wir werden heute ausschließlich über Schminke sprechen. Und damit wird dieses Format seinem Namen wohl zum ersten Mal so richtig gerecht. Der Plan ist es nämlich, einmal zu versuchen, all meine Make-up-Tricks in einem Video zusammenzufassen, das heißt, wie ich mich ganz persönlich schminke. Ich habe nämlich auf Instagram einen sehr, sehr netten Kommentar bekommen, und zwar wie folgt. Und deswegen zeige ich heute, was ich alles so beim Schminken im Detail beachte. Das ist dann zwar vielleicht nicht auf euch alle übertragbar, aber ich hoffe, es zumindest für euch alle nachvollziehbar zu machen. Also, viel Spaß! So, bevor wir anfangen, möchte ich noch sagen, dass ich alle Produktsparten und auch alle Lieblingsprodukte aus jedem Bereich, den ich gleich zeigen werde, schon mal in einer eigenen Blogreihe ausführlich besprochen habe. Wenn ihr euch das ansehen wollt und noch ein bisschen nachlesen wollt, schaut mal in die Infobox, da habe ich die verlinkt. Und dann fangen wir an mit Lippenpflege. Also, ich mache mir immer zuerst ein bisschen Lippenpflege drauf. Ich habe halt sehr, sehr trockene Lippen. Und diese Masse, diesen Töpfchen, sieht jetzt hier interessanter aus, als sie eigentlich ist. Das ist nämlich eine Mixtur aus zwei Resten, die ich verwurstet habe. Das ist etwas Bepanthol Lippenpflege, vermixt mit Resten von meinem NARS Glowy Lip Balm, irgendwas. Deswegen sieht das hier so rosa aus, aber auf den Lippen erkennt man das nicht mehr. Ich mache das sehr gerne, weil, naja, wenn ihr mal versucht, so Reste aus solchen Lippenprodukten rauszukratzen, wird euch klar, wie viel euch da verloren ginge, wenn ihr das nicht hättet. Und wenn es eins gibt, was für mich nicht verhandelbar ist, dann ist es Lippenpflege. Ich habe halt super trockene Lippen. Ist besonders jetzt im langsam aufkommenden Winter. Heute ist es draußen zum ersten Mal so richtig kalt. Absolut wichtig. Und das Erste, was ich dann mache, ist nicht mir den Ton zu grundieren. Das ist nämlich etwas, was ich tatsächlich anders mache, seitdem ich blogge. Weil wenn ich jetzt irgendwas auf die Augen mache, was potenziell krümeln könnte, dann kann mir da später den Ton, den ich schon grundiert habe, nicht mehr ruinieren. Und deswegen mache ich das jetzt immer andersrum. Und die erste Sache, die für mich nicht verhandelbar ist, ist Eyeshadow Base. Also, ich als großer Lidschatten-Junkie und Lidschatten-Monster, also ich besitze echt viel aus dem Bereich und ich mache immer gern was mit Lidschatten und mache mir was auf meine Augenlider. Ich habe da gleich mehrere zur Auswahl, je nach Bedarf und je nachdem, was ich gerne machen möchte. Also ich habe zum Beispiel hier von MAC den Paint Pot in Painterly. Das ist halt so eine etwas, wie soll ich sagen, gräulich-rosige Masse. Ja, das ist matt und das gleicht dann einfach die Lidhaut auch gleich optisch so ein bisschen aus. Dann habe ich aber natürlich, Moment, wo ist es hingefallen? Noch den Standard, also solche transparenten Eyeshadow Bases, habe ich auch noch eine von, wo ist sie? Von Urban Decay, finde ich gerade nicht. Das ist jetzt was ganz Billiges von Riva Loves Me, heißt das jetzt. Das nehme ich halt, wenn ich es nicht irgendwie getönt haben möchte. Ich habe aber auch so spezielle Sachen. Also ich habe zum Beispiel so einen Glitter Primer von NYX. Den nehme ich tatsächlich auch für so, naja, nicht bloß lose Pigmente, sondern auch für so Glitzer-Lidschatten, die so ein bisschen schwachbrüstig sind oder die mir sonst so krümeln würden. Das kommt hier einfach in so einem Tübchen. Und ich habe zum Beispiel auch das, was ich heute benutzen werde. Ich habe hier von Urban Decay die Eyeshadow Primer Potion in Sin. Die ist schon so ein bisschen rosig, also wenn ich dann eh was in dem Bereich schminken möchte, dann nehme ich gerne auch sowas, was schon farblich in die richtige Richtung geht. Und das Ding hält relativ gut alles fest, was oben drüber aufgetragen wird. Das ist hier eigentlich schon ein bisschen wie selber so ein metallischer Creme-Lidschatten in rosa. Und das mache ich mir jetzt zunutze, dass ich den schon mal auftrage. Und das ist dann mit dem Augen-Make-up, was ich oben drüber gebe, zusammenpasst. Also ihr merkt, es verteilt sich dann zu einem schimmernden Hauch. Früher war das Ding tatsächlich ein bisschen deckender, aber dann haben sie das so ein bisschen umformuliert. Naja, jetzt ist es tatsächlich nur noch eine Eyeshadow Base, aber benutze ich zum Beispiel sehr gerne für meine Urban Decay Naked 3. Die holt das Beste aus denen raus.
So, und was das Augen-Make-up angeht, mache ich meist so die immer gleichen Techniken, die halt so meine Lieblingstechniken sind. Zum Beispiel den sogenannten One-Eyeshadow-Look. Das ist das, was ich euch heute zeigen werde. Dann mache ich gerne etwas, was ich als das Milchkaffee-Augen-Make-up bezeichne. Ja. Wo man einfach vom Wimpernkranz ausgehend nach oben immer heller wird mit so mehreren Farben. Dann mache ich auch gerne noch etwas, was ich als das Drei-Phasen-Augen-Make-up bezeichne. Also, ihr könnt euch das mal hier auf diesem Bild ansehen, bei dem diesmal von innen nach außen mit mehreren Farben immer dunkler vorgegangen wird, also indem die Farben in Streifen vertikal aufgetragen und dann so ein bisschen verwischt werden ineinander. Und dann die Technik, die ich für mich persönlich am häufigsten nutze. Ich nenne sie mal die Banane, ja, oder auch die Lidfaltenschattierung. Und das zeige ich euch genauer einmal hier. Und dazu werden wir zwei Color Up Eyeshadows von P2 benutzen, und zwar ein hellerer und ein dunklerer Ton. Okay, los geht's. Und zwar fange ich immer damit an, dass ich mir zuerst den helleren der lila Töne in die Lidfalte gebe und den so ein bisschen schon mal verblende. Eigentlich müsste es dafür mal ordentliche deutsche Verben geben, weil ich glaube, verblenden ist im Deutschen eigentlich was anderes. Also ich versuche, den möglichst nahtlos ohne harte Kanten aufzutragen und seine Ränder gut zu verwischen. Und da ich so grünliche Augen habe und auch einen kühlen Hautunterton, kann ich gut solche lila stichigen Nuancen benutzen. Andere können damit ja schnell mal ein bisschen verprügelt aussehen. Mir steht das super gut. Mir steht das besser als braun. Also ich kann mir im Zweifelsfall immer einen Mauve-Ton in die Lidfalte geben. Das wird immer gut aussehen und mich frisch und wach aussehen lassen. Jetzt habe ich das hier so ein bisschen abgedunkelt. Das geht relativ schnell. Das kann ich hier so dunkel oder, ich sag mal, zart lassen, wie ich möchte. Ich benutze übrigens wirklich gerne diese ganz billigen, fluffigen Ebelin-Blenderpinsel. Und dann versuche ich jetzt mal, den dunkelsten Ton, der so ein bisschen grau ist, noch etwas stärker im äußeren Augenwinkel aufzutragen. Ach, da sieht man hier kaum einen Unterschied. Der ist nicht so grau und nicht so dunkel, wie ich gedacht habe. Ist nicht so schlimm. Nichts Aufwendiges, einfach nur so ein bisschen abgedunkelt. Und wenn ich das jetzt sozusagen noch dunkler machen würde für den Abend, wäre das kein Problem. Und dann nehme ich einfach diesen schimmernden Ton, der übrigens unglaublich weich ist. Also, das ist fast wie so ein Creme-Lidschatten, finde ich. Man merkt es auch. Also, der wird allein schon beim Drüberstreichen so ganz metallisch. Und dann tupfe ich mir das hier nur so aufs bewegliche Lid. Das reflektiert jetzt schon sehr schön. Und um den Effekt zu verstärken, wenn ich jetzt sozusagen weiß, wo die Begrenzung meines Lidschattens sein sollen, dann gehe ich hier nochmal mit dem Finger rein und tupfe das nochmal konzentrierter auf die Lidmitte. Und dann sieht man gleich, dass das hier stärker wird. Also ein wirklich schöner Lidschatten, den man auf zwei Arten anwenden kann. Wie halt die meisten so Schimmer- und Metallic-Lidschatten. Mit dem Pinsel wird es ein bisschen schwächer und mit der Fingerkuppe wird es ein bisschen stärker pigmentiert. Und die Farbkombination aus diesem Mauve und diesem hellen Schimmer ist halt für meine grün-blauen Augen einfach total perfekt. Ich liebe es. Also, total nicht zum Thema gehörend, aber wenn Maybelline eins kann, dann sind es Wimperntuschen. Heute aber machen wir was anderes. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, aus meiner Neuheitenkiste nochmal ein paar Sachen rauszuholen, die da definitiv schon zu lange drin rumgammeln und denen ich endlich mal Ehre machen wollte. Und besonders jetzt, wo es kälter wird im November, mache ich super gerne was, was so ein bisschen rosig und gleichzeitig einfach nur so ein bisschen Glitzer auf dem Auge ist, ja, für so Eisfunkel-Make-up. Und da habe ich mal diese drei Sachen rausgeholt. Die werden wir heute mal probieren. Die habe ich nämlich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Das ist hier so ein, naja, bisschen Schimmerlidschatten von Catrice. Leute, gibt das alles nicht mehr. Jetzt wisst ihr, warum ich Sachen aus der Kiste da mal benutzen muss. Ja, wurde reingebracht. Ich habe es als Neuheit gekauft und dann ist es mittlerweile schon wieder ausgelistet. Ja, okay.
Dann hier so ein Liquid Eyeshadow von Catrice in Rosa mit so ein bisschen Glitzer und sowas sehr ähnliches von Essence. Das ist ein Metal Shock Eyeshadow und wir machen die jetzt beide einfach mal als Basis für diesen Schimmerlidschatten aufs Lid über die Eyeshadow Base. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen wird. Also, ich nehme dafür gerne hier solche synthetischen Pinsel, weil wenn dann jetzt da drin etwas festklebt, ja, dann kann man solche Pinsel einfach besser brutal waschen. Die sind oft billiger und mir nicht so lieb und teuer. Und wenn ich also etwas auftrage, was potenziell mir vielleicht im Pinsel für immer festkleben könnte, dann nehme ich lieber sowas. Die lassen sich, wie gesagt, gut auswaschen. Die trocknen sehr schnell, also schneller als Echthaarpinsel. Ja, und jetzt sieht man, das ist jetzt quasi die Grundierung, die ich aufgetragen habe. Das war jetzt der Metal Shock Eyeshadow. Und dann probieren wir das jetzt nochmal hier mit dem Ding von Catrice. Ich habe die von Catrice auch noch in anderen Farben gehabt, aber nicht aus genau dieser Reihe. Ich hatte quasi die etwas ältere Reihe, die nicht irgendwas mit Glitter und sowas hatte. Also ich trage das nur aus beweglichem Lid auf. Und dann nehme ich einfach dieses Pinselchen und verteile das. Damit kann man auch mit dem Finger machen. Aber wenn ihr nicht so Lust darauf habt, dann so Glitzerzeug zum Beispiel unter langen Nägeln zu haben, ist das eine gute Möglichkeit. Und man kriegt es halt ganz gleichmäßig aufs Auge. So, das verteile ich hier so großflächig einmal drüber. Das glitzert jetzt schon so ein bisschen. Und so würde ich sonst auch jetzt rausgehen. Also ich würde sagen, das ist genau der Look, den ich mir eigentlich gewünscht habe. Das da. Und ich muss sagen, mir gefällt das jetzt hier tatsächlich von Catrice ein bisschen besser, weil die Glitzerpartikel größer und damit besser zu sehen sind. Ja. Okay, das würde ich sonst jetzt eigentlich so lassen. Aber jetzt möchten wir natürlich noch diesen hier ausprobieren. Das ist der Metal Sensation Creamy Eyeshadow und das war die Farbe 030 Rose Overdose. Schaut euch das an. Den kann man, wie gesagt, auch einfach so aufs Auge machen. Also man könnte den entweder konzentriert auftragen, das ist so eine Mischung aus Creme und Puderlidschatten, also einfach jetzt so rauftupfen. Oder man nimmt wieder jetzt so einen Synthetikpinsel und dann tupfen wir das hier oben drüber. So, ich mache das dann immer bis zur Lidfalte, also hier bis in diese Falte. Oh ja, das hat jetzt aber nochmal den Effekt gemacht. Krass. Und dann ist es halt gut, wenn ich das tatsächlich mit dem Pinsel mache, weil mit dem Finger könnte ich das jetzt hier oben, diesen Übergang nicht so weich, sage ich mal, verwischen, dass es halt nach oben hin immer schwächer wird und langsam dann so in meine Haut übergeht in Richtung Augenbraue. So. Das sieht schön aus. Cool. Jetzt probiere ich mal, wie das aussieht, wenn ich das tatsächlich mit dem Finger auftupfe. Da wird es dann tatsächlich einfach ein bisschen deckender, habe ich immer das Gefühl. So. Ist immer noch was drauf. Und dann kann ich jetzt trotzdem mit dem Pinsel hier über diese Kante gehen, quasi in der Lidfalte und verwische das und habe am Ende dann so einen sehr ähnlichen Effekt wie auf der anderen Seite. Hier geht jetzt der Glitzer ein bisschen mehr nach oben. Kann ich dann halt noch nachlegen. Oder man kann das ja, wenn es cremig ist, einfach wieder wegnehmen mit dem Finger. Das mag ich halt bei Cremeprodukten total gerne. Man kann auch nachträglich dann einfach mit Concealer und Schwämmchen drüber gehen und dann ist es wieder weg. Ja, wie ausradiert. So, und dann generell mache ich das sehr, sehr oft, dass ich nachträglich dann nochmal, wenn ich so Glitzer oder so Schimmer oder so auf dem Lid habe, dann nochmal in die Lidmitte tatsächlich mit etwas konzentriertem Lidschatten, den ich auf dem Finger habe, nochmal so drauf gehe. Genau da über dem Augapfel. Das macht dann wie so einen Effekt, dass das Auge ein bisschen runder und größer aussieht. So. Jetzt ist mir gleich bis in den Augeninnenwinkel gerutscht. Das ist alles okay. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wie cool. Sehr schön. Es ist einfach nur so Glitter, Flitter, all over. Ja. Ja, das möchte ich. Das ist cool. Also ich habe nicht gedacht, dass das so cool ist. Und ihr seht ja, wie schnell das geht. Also ich mache das super, super gerne. Also ich trage mehr schimmernde Sachen als so rein matte, weil ich finde, das macht so einen schönen Effekt. Ich liebe das. Ich mag Glitzer und so. Und dann ist man halt relativ schnell fertig. Und Cremelidschatten halten oft sehr gut, weil die haben oft schon selbst so einen, wie soll ich sagen, Effekt, dass sie so fast schon als Eyeshadow-Base für andere auch fungieren können. Jetzt gebe ich aber noch etwas oben drüber, was ich letztes Jahr ständig gemacht habe im Winter. Das ist tatsächlich ein flüssiger Highlighter bzw. ein Gel-Highlighter von Catrice.
Das war aus einer Limited Edition, die hieß Glitterstorm und das war die Farbe 01 Flashlight. Das ist einfach nur, schaut mal, so ein mittlerweile eingetrockneter Matsch. Aber ich mache mir das jetzt hier noch so oben drauf und dann schauen wir mal, ob das noch glitzeriger wird. So. Ihr merkt schon, da das alles nicht deckend ist, sondern man immer noch die Haut als Haut unten drunter durchsehen kann, stört mich das nicht, wenn es jetzt hier relativ viel ist, weil es wirkt dadurch nicht so aufgesetzt. Wenn ihr das im Tageslicht seht, dann könnte man meine Haut immer noch durchsehen und oben drüber, halt in bestimmtem Licht, sieht man dann die krassen Glitzerpigmente. Ich finde sowas schön. Trage ich aber tatsächlich nur im Winter sowas? Genau, weil dann passt es für mich. Oh, seht euch das an. I love it. Das hat super gut geklappt. Okay, ne, das ist mein neues November-Make-up. 100 Pro. Schaut euch das an. Das ging schneller als gedacht und alles mit diesem einen Pinsel. Habt ihr gerade gesehen, ja? Aber da ich auch gebeten worden bin, zu sagen, genau, welche Pinsel ich benutze und sowas alles, auf jeden Fall natürlich noch ein Wort zu Pinseln. Ihr habt es ja schon in dem Einspieler gesehen, wo ich das zu meinem Bananenschattierungsteil erwähnt habe, wie ich das mache, was mir da für Pinsel wichtig sind und was ich dafür benötige. Also, ihr kennt von mir zum Beispiel diese Pinsel, dann auch noch diese Pinsel, aber in Wirklichkeit benutze ich diese Pinsel. Also, ich kläre das Ganze mal auf. Viele von den Pinseln, die ich besitze, besitze ich nur, weil ich Videos mache. Also, zum Beispiel, solche Pinsel hier, seht ihr das? Sowas. Die existieren nur, weil sie gut aussehen, wenn man sie vor einer Kamera benutzt. Seht ihr das? Da habe ich hier dann zum Beispiel genau einen so etwas fluffigen Blendepinsel. Der ist von Realtechniques. Das ist die 305. Ja. Und den besitze ich, wie gesagt, nur, weil der sich halt gut macht, finde ich, in Videos. Den würde ich halt in echt sonst nicht gekauft haben. Genauso wie sowas hier, ja. Das war was von Mrs. Bella, glaube ich. Und ich fand bei anderen, ja, Beauty-Bloggerinnen, sah das immer super hübsch aus, wenn die das benutzt haben. So in Videos dachte ich, cool, das ist ein guter Puderpinsel. Den würde ich jetzt zum Beispiel dann für Videos benutzen. Ihr merkt schon, deswegen ist der eingestaubt, ne? Kommt nur alle Jubeljahre mal zum Einsatz. Aber ich habe mich zum Beispiel super lange, auch als ich schon gebloggt habe, mit ganz wenigen Pinseln geschminkt. Ich hatte auch mal im ersten Blogjahr oder so, glaube ich, so einen Blogpost darüber geschrieben. Das waren nicht viele Pinsel, die ich benutzt habe, ja? Also, ich habe mir mit so ganz billigen Hautigen gearbeitet. Und das ist auch wirklich meiner Meinung nach eigentlich das Wichtigste, dass ihr was findet, was für euch funktioniert. Und bei mir geht es mehr um die Pinselform, als darum, von welcher Marke es ist und wie teuer das war. Also, da ich, wie gesagt, gerne mit so Lidfalten-Schattierung arbeite, nehme ich tatsächlich, oder habe ich jahrelang diesen kleinen Fuchsschwanzpinsel hier benutzt, ja, von Ebelin, den hatten die mal rausgebracht. Ihr seht schon, der ist vorne so ein bisschen spitz zulaufend, ja, und dann ist er sehr fluffig. Das ist ein tolles Ding. Also wirklich, sowas reicht meiner Meinung nach. Und dann bräuchte man, nachdem man die Lidfalte halt dunkel schattiert hat, wenn man es noch ein bisschen dunkler machen will, konzentrierter, so ein etwas kleinerer, man nennt das Blendepinsel. Das war von Essence der Smoky Eyes Brush. Leute, habe ich jahrelang benutzt, ja. Das Ding ist noch gut, das ist mein letzter, ich hebe den auf, ja. Dann hatte ich von Essence hier so einen flachen Lidschattenpinsel, mit dem man dann eine Farbe so aufs Lid pressen kann. Nicht zum Verwischen, also zum Verblenden, sondern einfach nur, damit die Farbe so konzentriert aufs Lid kommt. Und genauso hatte ich hier so einen Pinsel von Alverde. Das war echt super weich. Und das war's, mehr habe ich nicht benutzt. Dann habe ich angefangen, mir so ein paar Zoeva-Pinsel zu kaufen. Aber Leute, ja, ich habe dann jahrelang drei Zoeva-Pinsel gehabt und damit kann ich alles schminken. Weil ich habe hier etwas, das ist die 227, was so ein bisschen flacher ist, dicker, aber auch so ein Blendepinsel für die Lidfalte. So ein bisschen genaueren Schattieren hatte ich dann hier die 221, ja. Und dann hier die 231, wenn es noch ein bisschen genauer sein soll. Ihr merkt, die werden immer kleiner, ja. Und damit kann man alles, alles schminken. Und der einzige Grund, warum ich mittlerweile dieses ganze Ding hier mein eigen nenne, ist der, dass ich dachte, wenn ich eine so eine, wie soll ich sagen, Zusammenstellung mal kaufe, hier von Zoeva, dann sieht es hübscher aus, wenn es im Bad steht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist hier so eine ganze Augenkollektion von Zoeva. Ich glaube, das war Rose Gold Edition oder so, Volume 1 oder 2. Und
Die haben halt alle möglichen Formen mit dabei, aber ich benutze davon halt nicht so wahnsinnig viel. Ihr merkt doch, die sind nicht alle frisch gewaschen. Also ich wasche die nicht jedes Mal, nachdem ich sie benutzt habe. Aber wie gesagt, ich finde, man braucht nicht viele Pinsel. Grundsätzlich finde ich nicht, dass die Pinsel von zu Eva jetzt das Nonplusultra sind. Sie sind bloß einfach aus der Echthaarpinsel-Kategorie noch mit die billigsten gewesen. Deswegen habe ich mir die damals zugelegt. Und ich finde auch Echthaarpinsel per se nicht besser, weil, naja, die kratzen halt eher als weiches Synthetik, ne? Also, da müsst ihr selber wissen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, keine Ahnung, mit 5 Pinseln kann man alles schminken. Etwas, was für mich nicht verhandelbar ist, was ich immer mache, und zwar highlighte ich immer diesen Bereich hier unter meinen braunen Bogen. Und zwar habe ich hier so einen Uraltstift von P2, ihr seht schon. Also der ist bald alle, aber Leute, keine Angst, ich habe natürlich Backups. Und zwar hat der hier so eine matte rosa Seite, und wenn ich mich eh schon nur mit so Cremeprodukten geschminkt habe, dann mache ich das auch sehr gerne weiter hier oben nur mit Cremeprodukten und hole überhaupt nicht irgendwie Puderlidschatten raus. Hier habe ich jetzt innen für die Innenseite so einen etwas schimmernden, silbrigen Ton. Und dann klopfe ich das einfach nur ein. Hier. Unter der Augenbraue. Und da das hier sowieso alles so Cremeprodukte sind, geht das dann so relativ nahtlos ineinander über. Könnte ich jetzt auch wieder einen Pinsel nehmen. Das mache ich aber eher, wenn ich tatsächlich einen Puderlidschatten dafür benutze. Genau. Im Augeninnenwinkel ist das durch die Spitze von dem Stift eigentlich schon perfekt aufgetragen. Und dann wäre das alles, was ich mit dem Augen-Make-up mache. Also, durch meine Augenform bedingt schminke ich mir den unteren Wimpernkranz selten. Das heißt, ich mache da keinen Lidschatten hin und ich tusche mir auch unten nicht die Wimpern. Also, der Lidschatten, der würde bei meiner Augenform, weil ich runde Augen habe und mein unteres Lid halt auch dadurch sehr rund ist und nicht so katzenartig, der würde dafür sorgen, dass das gesamte Auge eher so nach unten hängt. Also, ich kriege dann mit so dunklen Lidschatten, die hier unten sind, so ein Triefaugeneffekt. Wisst ihr, was ich meine? Wie so ein trauriger Hund. Und deswegen mache ich das ziemlich selten und lasse das immer einfach nur oben die ganze Farbe passieren. Ja, und das sorgt auch dafür, dass der Blick tatsächlich so ein bisschen offener ist, kann aber bei anderen Typen als bei mir vielleicht auch seltsam aussehen. Ja, ich kann immer nur für mich sprechen. Denn ich tusche mir unten auch die Wimpern nicht, aus dem Grund, ihr seht schon, meine Wimpern sind von Natur aus dunkel. Jetzt nicht super dolle, aber so, dass es halt wirkt, als wäre da was. Und der zweite Grund ist der, die sind relativ lang. Und wenn ich mir die tuschen würde, dann datschen die mir hier unten aufs Lid. Na, und ihr wisst, was passiert, ne? Wenn mit Mascara umhüllte Wimpern aufs Augenlid datschen, dann habe ich hier Flecken. Also es gibt nur einen Tag, an dem ich mir mal die Wimpern unten tusche, und zwar ist das Halloween. Weil da muss das dann gruselig aussehen, ja? Aber sonst lasse ich das. Wie gesagt, wenn ihr unten keine schon von euch aus sozusagen dunklen Wimpern habt, dann kann das auch komisch aussehen vielleicht. Das ist immer eine Typfrage, Geschmacksfrage auch, finde ich. Aber ich schminke mir eigentlich fast immer einfach bloß Lidschatten oben aufs Oberlid und den ganzen Rest lasse ich immer selten. So, und dann werden wir jetzt etwas versuchen, was ich extrem selten mache, was ich mir aber für diesen Look halt vorgestellt hatte. Also, wenn ich so Glitzer auf dem Oberlid trage, dann kann das manchmal ein bisschen nackig aussehen, finde ich. Und gleichzeitig bietet es sich an, weil es halt relativ, naja, nicht dezent, aber es ist halt nicht so viel auf dem Auge, wenn es eigentlich nur Glitzer ohne Farbe ist, bietet es sich an, noch einen Lidstrich zu ziehen, ja? Also so richtig, so ein Eyeliner. Und deswegen habe ich mal meine ganzen Eyeliner rausgeholt, um mal an ihnen zu schnuppern. Ich muss sagen, sie sind noch nicht schlecht. Also, es gibt ja unterschiedliche Arten von solchen, wie soll ich sagen, Eyelinern. Flüssig, gelig, cremig, Kajalstift. Ich bevorzuge Filz-Eyeliner. Aus dem einzigen Grund, dass ich finde, die sind so für Anfänger. Das bedeutet, es ist so eine richtige Filzstiftspitze. Und ich habe hier einen von L'Oreal. Das ist der Perfect Slim Superliner. Den gibt es, glaube ich, noch. Ich finde, das ist mit der beste. Ich hatte dann hier noch einen von Lotte London. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Ihr seht, die Spitze ist etwas dicker. Die funktionieren beide noch. Also, ich werde jetzt mal versuchen, ob ich das hinbekomme. Also, ich versuche immer, mir hier in einer gedachten Linie den Wimpernkranz quasi zu verlängern, von unten nach oben. Also, ich setze dann einfach mutig an und ziehe mir hier ein kleines Schwänzchen zum äußeren oberen Wimpernkranz. So, seht ihr das? Dann mache ich das gleich auf der anderen Seite, weil wenn wir schon mal mutig sind, machen wir gleich weiter.
So, und nicht verzagen, ihr könnt das später ausbessern, finde ich zumindest. Jetzt versucht man dann halt einfach hier am oberen Wimpernkranz so nah wie möglich einen Strich zu ziehen. Und ich mache immer die Technik, ich mache nicht so und male, ich lege den quasi auf und stempel das hier so entlang. Und das funktioniert halt mit so einer Filzstiftspitze, die so ein bisschen steif ist, relativ gut. Und ich versuche mir vorzustellen, dass ich nicht oberhalb des Wimpernkranzes male, sondern ich versuche mir vorzustellen, zwischen die Härchen zu malen. Versteht ihr? Dann kommt man relativ weit nach unten. Hier hinten geht das nicht mehr, weil mein Auge da so eine Kurve macht. Da muss ich tatsächlich so ein bisschen malen. Und wie gesagt, ich strichle zwischen die Härchen. So, das ist nur die Vorlage. Das wird noch weiter verbessert. Hier fange ich jetzt mal von innen an. Also ich stelle mir, wie gesagt, vor, zwischen die Härchen zu malen, nicht oben eine Linie zu ziehen und ich lege das so auf. Solche Eyeliner malen dann immer schlechter, je länger sie schon offen sind. Und besonders, wenn man unten drunter so Glitter hat, dann vermischt sich das. Okay, so. Dann versuche ich noch so ein bisschen hier bis in den inneren Augenwinkel so ein bisschen reinzumalen, da wo schon eigentlich keine Wimpern mehr sind. So, und wenn ihr eine Linie habt, wo ihr denkt, okay, ich habe es irgendwie überlebt, es sieht einigermaßen anständig aus, dann würde ich die verdicken, allerdings nur so im äußeren Drittel. Also innen wird alles so gelassen und nach außen wird es immer dicker. Und da setze ich dann tatsächlich an, hiervon, da ist ja hier so eine Spitze und da ist das Ende und dazwischen mache ich das ein bisschen dicker. Das heißt, ich sitze da an und male das hier so ein bisschen aus. Und da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Ist es jetzt dicker als da. Ich würde dann sagen, steht dazu und versucht nicht, es anzugleichen, sonst passiert das. Damit kann ich leben, dass die ungleich sind. Gut, so. Dann ist erstmal dieser Horror zu Ende. Und jetzt kommt der Trick. Wie kriegt man hinten dieses Schwänzchen? Ihr seht es nicht, aber hier ist es teilweise ein bisschen weich, wabbelig, dick geworden. Hier sieht es relativ gut aus. Wie kriegt man das etwas spitzer, schärfer, netter? Also, ich habe dafür zwei Techniken. Als allererstes präsentiere ich die Wattestäbchentechnik. Dafür braucht ihr ein Wattestäbchen, was meist als Kosmetikstäbchen verkauft wird. Also das ist vorne so spitz zulaufend. Ja, das ist nicht so rund, sondern es hat so eine Spitze. Und das nehme ich. Setzt ihr das hier hinten an und zieht einfach unter der Linie lang nach oben. Und guckt, was dann passiert ist. Dann hat sich das Schwänzchen von dem Eyeliner von selbst nach oben verlängert. Seht ihr das? Und dann könnt ihr einfach die andere Seite nehmen, die saubere, trockene, und kappt hinten das Ende. Also ihr schneidet es an der Stelle ab, wo ihr denkt, das ist mir lang genug. Ja, also auch wenn ihr einen Eyeliner hattet, der noch nicht richtig lang war, ihr habt bloß so ein kurzes Schwänzchen gemacht, könnt ihr den damit verlängern. Und dann wird die Spitze hinten sehr, sehr dünn. Also das Ende ist jetzt sehr schön zart. Das ist die Technik, die ich immer benutzt habe. Und dann habe ich aber von Kati gelernt, dass sie das mit einem Make-up-Schirmchen macht. Also, da wäre jetzt normalerweise schon Foundation dran. Habe ich jetzt noch nicht, ja, weil ich das erst später mache. Der ist ja auch so ganz leicht feucht. Dann nehmt ihr das auch genauso. Also, ihr setzt hier unten an und zieht dann hier so hoch. Und dann passiert genau dasselbe auf der anderen Seite. Seht ihr das? So. Und da ihr jetzt hier dann schon Foundation dran hättet, tupft ihr dann hier drüber. Auch an der Stelle, wo ihr denkt, so reicht mir das. Und dann ist es jetzt auch lang gezogen. Ihr habt unten drunter gleich den Lidschatten, der da war, mit versäubert. Und dann muss ich sagen, das ist mir relativ gut gelungen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ihr wisst gar nicht, wann ich das letzte Mal Eyeliner getragen habe. Aber es ist bei mir tatsächlich so ein Winterphänomen, ja? Also, dass ich meist im November, wenn dann mal Lust auf diesen Look bekomme und dann, naja, einmal im Jahr wird die Technik dann geübt. So. Und dann kommen wir zu etwas, was ich tatsächlich erst mache seit dem Bloggen. Also früher wäre dann da Schluss gewesen, um das Ganze etwas perfekter aussehen zu lassen. Von Weitem sieht das jetzt ganz okay aus. Wenn ihr dann aber anfangt, Fotos zu machen mit Makromodus und so, und ihr geht ganz nah ran und ihr wollt das veröffentlichen, dann fällt euch zum ersten Mal auf, dass ja dieser Bereich, der zwischen den Wimpern ist, gar nicht mit Schwarz angemalt ist. Also besonders, wenn ihr dichte Wimpern habt, so wie ich, dann schafft ja dieser Filzliner nicht, den ihr oben drüber auftragt, auch die Stelle zwischen den Wimpern anzumalen.
Und das kann mitunter etwas seltsam aussehen. Also es wirkt so wie oben schwarz, unten nackig. Dafür gibt es nur eine Lösung. Man muss lernen zu Tightline. Und Tightline bedeutet, man malt sich die innere obere Wasserlinie mit einem Kajalstift an. Ich empfehle dafür ganz, ganz weiche Kajalstifte. Ich habe hier zum Beispiel einen von Love gehabt, Confession Eyes. Ich habe aber sonst immer so einen Master Chrome Kajal oder so von Maybelline gehabt. Den habe ich sogar alle gemacht. Der war super klasse. Kostet nicht viel, kann man in der Drogerie kaufen. Hatte ich in so schwarzbraun. Der war super. Schön weich, hat trotzdem gut gehalten. Ich habe jetzt hier noch sowas ganz Teures von Charlotte. The Classic Eye Powder Pencil. Leute, der ist weniger Weichpowder irgendwas, als man sich vorstellen könnte. Dann müsst ihr euch dann entscheiden, was euch gefällt. Wir probieren jetzt hier vielleicht mal beide.